Ja, meine schönen Abonnenten, und ich war heute wieder ein bisschen fleißig heute Abend. Ich habe schon noch was vorbereitet, aber da drehe ich noch kein Video darüber. Aber ihr könnt das sehen, das Endprodukt, das habe ich schon mal gemacht. Das wird ein Ofenschinken. Das ist ein Ofenschinken. Das ist mit 16 Gramm Nitritpökelsalz auf 1,5 Kilo und 16 Gramm Steinsalz. Ja, aber ich habe das mal heute ein bisschen anders gemacht. Eingerieben gleich mit Gewürze. Das wird nachher dann 7 Tage drin bleiben, damit es schön umrötet ist. Dann wird der gewässert und dann mache ich noch einmal die Gewürze rauf, damit die Gewürze jetzt mit einziehen, die 7 Tage. Und dann nachher einmal noch einen leicht frischen Gewürze rauf. Und dann nach 7 Tagen werde ich das auspacken und noch die restlichen Gewürze rauf machen. Das könnt ihr dann sehen. Ja, und dann kommt der in den Ofen. 1,5 Stunden, 170 Grad an der Kerntemperatur bis 69 Grad. Der muss ja auch saftig sein noch, ja? Und da habe ich ja schon mal ein Schinken gemacht auf diese Art. Habe ich euch auch gezeigt. Wenn ihr es nochmal sehen will, könnte ich gerne auch machen. Man kann auch sagen, Ofenschinken oder hausgemachter Schinken oder Prager Schinken. Das ist alles auf die gleiche Art. Und wenn ihr den Rezept auch haben wollt, wie die Vorbereitung, das werde ich auch bringen. Aber jetzt muss er ab 7 Tage in den Kühlschrank. Und dann geht er ab in den Ofen. Da werde ich dann euch mal nachher den Anschnitt zeigen, wenn das fertig ist. Ja, das sind alles Produkte, was ich selbst mache, und die schmecken mir auch sehr gut, besser als wir gekaufte. Viele Produkte kann man nicht kaufen, die mache ich selbst. Ich mache jetzt ungefähr 8 verschiedene Würstchen. Ja, man kann immer sagen, 8 verschiedene Würstchen, ja, was ist das? Das ist ja alles Fleisch und das Gleiche drin. Ja, das stimmt, nur die Würzung kommt darauf an. Bei den einen mache ich dann eine Zitrone rein, der eine ist ein bisschen mit Chili, der andere ist ja mit Thai-Basilikum, mit Petersilie drin, und ist jedes verschiedene. Auch mit Bier kann ich das machen oder schön mit Whisky, habe ich einmal gemacht, hat wunderbar geschmeckt, aber der Raucharoma drin ist drin. Denn ab nächstes zu Weihnachten werde ich noch was Besonderes machen. Das wird ihr noch sehen. Würstchen, auch geräuchert. Und die werden wohl schmecken. Auch ich versuche noch einen Kranzdarm von Rind zu kriegen. Hier in Thailand ist schwer, aber ist nicht unmöglich. Versuchen. Denn eine schöne geräucherte Leberwurst. Ja, wenn ihr es kaufen würde im Geschäft, ist das teuer. Eigene Produktion, weiß ich, was drin ist. Man braucht nicht Chemie reinmachen. Wenn man es macht, kann man so viel machen, dass man essen kann. Wenn nicht, hat man eine schöne Truhe. So wie ich, so eine schöne Einpassung. Da ist vieles drin. Da sieht man so das ganze Fleisch. Meine Zwiebelmettwurst, Lebermettwurst, Zwiebelmettwurst, Lebermettwurst, meine Jagdwurst. Mein Ofenschinken habe ich gemacht. Und dann ist da noch Hamm. Und Fleisch habe ich genügend, Brötchen auch, Käse auch. Ja, ab Montag würde ich den Würstle machen und Leberwurst und Leberkäse oder Fleischkäse, wie sie das viele so nennen. Und darauf bin ich auch gespannt, wie das ist. Wird langsam gegart, das wird eine feine. Da mache ich 3 verschiedene, eine ganz feine, eine grobe, ohne Kuttermittel, praktisch ohne Kutter. Und dann will ich eine machen, wie das in Thüringen das gemacht worden ist, mit 20% Leber. Und dann kann ich mal sehen, was das schmeckt. Ja, ich habe eine Form, die werden ganz langsam auch in den Ofen gebacken. Ich habe mal einen schönen Thermometer gekauft, neues. Das wollt ihr sehen. Dieses, der zeigt so schön an, piep auch. Und der zeigt mir an, wenn das mittel ist oder durch und so. Das ist auch für Steak und Fleisch gut geeignet. Und der andere, was ich habe,
Der geht in meinen Räucherofen an. Da kann ich auch das mit der Zeit einstellen und Alarm und alles. Denn das ist dann das Beste. Dann braucht man nicht immer alles drauf gucken. Und dann ist das besser, ein digitales zu haben, als wie sonst was. Ja, ich habe meinen Kühlschrank jetzt mal angeguckt. Der ist noch zu teuer für mich, den Preis. Ein gebrauchten Kühlschrank, da will er 800 Thai-Baht haben. Ich habe gesagt, ich zahle 500. Ich handle noch 100. Da muss meine Frau mit. Denn für 500 will ich das kaufen. Der funktioniert auch. Und dann kann ich da meine Schinken reinhängen und alles. Und dann praktisch wird das ein bisschen umgebaut, dass das ein Trockenraum ist, dass die Luftfeuchtigkeit hat, auch für Salami und so. Und da werde ich meine eigene Salami hermachen. Ich habe schon viele gehört, wenn sie hier Salami kaufen, ist das zu weich. Eine Salami muss trocken sein und es muss mindestens 30% Verlust an Gewicht haben. Ja. So wie mein Schinken, deswegen wird er auch reingelegt, auch wieder Bastarona. Das muss auch Wasser rausgezogen wird, da habe ich auch den 20-30% Verlust. Aber das ist ein Schinken ohne Räucherofen. Der wird nur gehängen im Kühlschrank mit einem Glas Wasser, damit er Feuchtigkeit hat, oder eine Schüssel kann man unterlegen und hängen im Gemüsefach. Und 3 Wochen lang kann ich das Gemüsefach nicht benutzen. Und dann wird er angeschnitten bei 3-4 Wochen, sagen wir mal so. Und ich habe es auch einmal gemacht, hat wunderbar geklappt. Und dieser Schinken, wenn man es so herstellt, der ist teuer zu kaufen, habe ich schon im Internet gegoogelt. Und ich mache das sehr günstig. Da sind ungefähr für 50, 80 Thai-Baht Gewürze drin und so ungefähr und dann 2 Tüten Salz, wenn man es alles fertig machen würde, und das Fleisch. Ja, das sind jetzt 1600 Gramm Fleisch gewesen. Ja, verliert der, dann hat man 1,1 Kilo Fleisch über, so ungefähr. Ja, und das muss man alles mitrechnen, dann hat das für mich nur das ganze Zeit, die Arbeiten, ohne das zu rechnen, sehr günstig. Fleischpreise sind auch wieder heute ein bisschen gestiegen, habe ich gesehen. Aber ich kaufe das in Massen ein und da gucke ich immer auch, dass ich das ein bisschen günstiger kriege. Ja, meine Leute, das ist erstmal für heute. Wollt ihr mehr von meinem Kochstudio sehen? Vergesst mich nicht zu abonnieren, dann wird ihr mehr erfahren, was man alles in Thailand schön was machen kann. Und da kann man vieles machen. Für einfaches, billiges Geld. Ciao, euer Sidi. Bis nächstes Mal und schöne Grüße.